sag 4. 8. Hey, das macht mich nervös, Alter. Ja. Ja? Mein Gott. Wir fangen an mit dem ersten Begriff. Welche Sportarten gibt es bei den Olympischen Spielen? Welche Sportarten gibt es bei den Olympischen Spielen? Okay. Sommer- oder Winterspiele? Oder Sommerspiele. Sommerspiele. Ich fange bei dir an. Wie viele schaffst du? 3. 3? 6. 6. Marius geht ein bisschen in die Vollen. 6 Sportarten? Na, von 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden, das kann ich aber nicht finden. Es wird natürlich kontrolliert und gegengecheckt. Ja. Ich wette, ich schaffe in 30 Sekunden 6 Disziplinen bei den Olympischen Spielen. Okay, wir legen los in 3, 2, 1, go! Fußball, Handball, Basketball, Leichtathletik, Bogenschießen, Schwimmen. Ja, das waren 6, oder? Das waren 6. Perfekt. Okay, zweiter Begriff ist Fußballprofis mit dem Buchstaben B im Nachnamen. Aber ihr müsst den vollen Namen sagen. Also B muss der Anfangsbuchstabe sein. B muss der Anfangsbuchstabe des Nachnamens sein. Aber damit wir es nachvollziehen können, müsst ihr den Vornamen mitnennen. Und nur aktuelle? Sowohl als auch. Also auch ehemalige? Ja. Okay. Also ich sag mal, es gibt so in Deutschland einen sehr berühmten. Ja. Da bräuchte es aber, den Vornamen. Auch. Also. Ja, okay. Ja, halt auch. Ja, ja. Okay, dann habe ich 2. Soll ich diesmal anfangen? 2 ist ein bisschen wenig. Du fängst an. Okay. Ich wette, ich schaffe 5. 5? Ja. Also vielleicht nochmal so als Unterstützung. Also es ist jedes Land, jede Zeit. Mhm. Aber jetzt nicht vielleicht, wenn du in der Jugend mit einem Kumpel aus der Schule zusammengespielt hast. Ich kenne nicht so viele. Also ich kenne schon viele Fußballnamen, aber mit B-Nachnamen. Ich weiß, jetzt habe ich 2 in meinem Kopf, aber mehr kann ich nicht. Na, okay. Dann schauen wir auf die Schaft 5. 5? Ja. Okay. Marius. Ich wette, ich schaffe 5 Fußballer mit B im Anfangsbuchstaben in 30 Sekunden. Wir legen los in 3, 2, 1, go. Marius Bülter, David Beckham, Michael Ballack, Kasimir Ballackkopf. Jakob Bus. Was nur an? Torwart. Dänemark. Geschafft. Ja, bravo. Sehr gut. Ja, mit dem habe ich zusammen gespielt. Ja, ich hatte Alexander Büttner und Michael Ballack. David Beckham auch. Sehr gut. 2:0. Bravo, Mensch. Bravo. 2:0. Weiter geht's. Jetzt langsam muss er aber ein bisschen kommen. Ja, also kommt, jetzt hast du spannend gemacht. Kommt. Jetzt hast du spannend gemacht, das ist auch wunderbar. Alles gut. Freuen uns auch total. Vielleicht hast du ihn auch schon in Sicherheit gewogen. Dritter Begriff. Was habt ihr im Badezimmer? Was nutzt ihr im Badezimmer? Also Gegenstände. Also nicht jetzt Dusche, sondern was nimmt man, um zu duschen? Was braucht man alles im Badezimmer? Was habt ihr da stehen? Wie viele Begriffe und Gegenstände schafft ihr innerhalb von 30 Sekunden? Du legst los. Okay, Dusche nicht. Und also meinst du? Keine Dusche, weil die Dusche ist ja fest. Genau. Nicht Fliesen, nicht Spiegel, sondern was du in den Schubladen hast. Okay. Gegenstände. Okay. Aber ich sag die Antwort auf Englisch, okay? Kannst du machen. Okay, super. Acht. Ja. 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 Wo? Ich sag 9. 10. Okay. Ja. Alright. Auf Englisch, ja? If you want. Ja, ich muss. Ich kenne nicht alles auf Deutsch. Ich wette, ich schaffe 10 Gegenstände in 30 Sekunden. Warte mal. Okay. Wir legen los. In 3, 2, 1,
Go. Toothbrush, Toothpaste, a towel, a Q-tip, perfume, bathrobe, slippers, soap, lotion, body lotion. 10. Correct. Correct. It was 29. 29 seconds. Hey, das macht mich nervös, Alter. Ja. Mein Gott. 2-1, gut. 2-1, gut. Weiter. Oh. Vierter Begriff. Bekannte Schauspieler. Mhm. Actors. Das kann ich. Ja? Das ist mein Thema. Egal, welcher ja. Buchstabe. Ja. Egal, welcher Buchstabe, bekannte Schauspieler. Okay. Ich sag 4. 8. Kannst anfangen. Das kenne ich mich einfach nicht aus. Okay. 8, das ist aber schwierig. Ja. 30 Sekunden. Warte mal. Wir legen. Warte. Ich schaffe 8 Schauspieler in 30 Sekunden. In 3, 2, 1, go. Denzel Washington, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Tom Cruise, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Hugh Grant, Hugh Jackman. Very good. Bam. 2, 2. Es kommt mal wieder in die letzte Runde. Sehr gut, Jungs. Sehr gut. Letzte Entscheidung. Obstsorten. It's difficult. Ja. Okay. Also in English. Ja. If you want. Ja. Ja. Was sagst du? 10. 10? Ja. Boah. Du, ja, aber guck mal, die Körper. Die ist so ein richtiger... 10. Es schafft nicht mehr in 10. Keine 10? Ah, das glaube ich nicht. Guck mal. Schwierige Entscheidung, ne? Vielleicht. Du hast aufgeholt, weil du aktiv wurdest. Jetzt ist Finale, oder? Jetzt ist Finale. Scheiße. Willst du es in deiner Hand haben oder willst du es in seiner Hand haben? Aber ich will ja aber keinen Druck aufbauen. Der, ne? Der ist sehr confident. Ne? Der ist sehr confident. 10, glaube ich, 10. Okay, dann, ich sag 11. 11. Sagst du 12? Ja, ich glaube, okay, 12. Komm. Also, ich persönlich finde, 12 ist, also bei Obstsorten, 12 ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Obstsorten, ne? Ja. Ah, was ist eine Ansage? Find, eine Ansage ist eine Feststellung, also das ist schon sehr confident. Mhm. Ja, los, komm, fangen wir an. Ich wette, ich schaffe 12 Obstsorten in 30 Sekunden. Okay, wir legen los in 3, 2, 1, go. Apfel, Birne, Orange, Zitrone, Kirsche, Erdbeere, Blaubeere, Himbeere, Pfirsich, Ananas, Maracuja, Papaya. Waren 12, ne? Ja. Bravo, Marius. Very good. Bravo, Marius. Aber man wird ein bisschen nervös. Ja, respekt. Also ich hätte, also ich darf ja eigentlich nicht so wirklich was sagen. Ich habe im ersten Moment gedacht, nie im Leben. Nein, 12 also. Nie im Leben. Aber ja, klar, jetzt wenn du das so runterratterst, ne, und die dann hast. Respekt.